Hallihallo, ein Happy Dienstag wünsche ich euch. Wer sich fragt, warum ich das immer am Anfang sage, welcher Wochentag das ist, das kann ich euch ganz genau erklären, weil ich nämlich diese Folgen am Sonntag aufnehme. Ja, wenn ich Ruhe habe, wenn ich mich ein bisschen auf Spielen konzentrieren kann und ja, so vor mich hingatzen kann. Nein, und vor allen Dingen auch, wenn ich Zeit habe. Na, muss ich halt ein bisschen vorproduzieren. Das schaut bei mir folgendermaßen aus. Deswegen kommen auch die Kommentare dann immer etwas versetzt. Ja, das bedeutet, am Sonntag nehme ich meistens dann für Montag, Dienstag, Mittwoch auf. Und am Dienstag oder eben am Mittwoch dann Donnerstag, Freitag. Und Samstag ist dann 1:1. So, also. Wir sind wieder am Start. Es läuft doch alles sehr gut, wie ich finde. Guck mal hier, er hat schon hier Unterhaltung verkauft, das ist prima. Können wir zumachen, hat sich erledigt und das mit dem Weg blockieren, ja, das ist immer noch und ich... Das nervt. Das nervt. Aber wir müssten das ja eigentlich hier... Stuck Lagerhaus. Schauen wir uns mal den Knilch an. Oder die Knilchen. Da ist sie. So. Ich sehe jetzt aber kein Problem. So, sie stackt doch gar nicht. Sie latscht doch da ganz normal rum. Wir verfolgen sie mal kurz. Ja. 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 Wo geht sie denn hin? Okay. Ah ja. So. Da rein und alles gut. Dann kommt sie wieder raus. Passt doch. Durch Zäune kann sie ja auch gehen, ne? Okay, so. Hä? Das war doch jetzt die... Okay. Ist mir jetzt die falsche? Ja. Gut, dann schauen wir uns das jetzt nochmal hier an. Was die Gute da macht. Weg blockiert. Hä? Muss man das jetzt verstehen oder muss man das jetzt nicht verstehen? Wir sind eigentlich mit Kira. Rang. Guck mal. Jetzt kam nichts. Ist aber auch nichts passiert. Sie holt irgendwie kein Zeug ab. Also sie probiert es, aber sie... Hä? So, er hat hier noch 46 Klamotten. Da muss sie ihm ja auch nichts bringen. Eigentlich. So, was ist mit der Kira? Kirachen? Wo bist du? Dein Zuhause ist hier, weil du noch keine Gemeine bist und du arbeitest hier. So. Und du hast gerade frei. Okay. Wo bist du? Trink was. Das ist schön. Das ist okay. Weg blockiert. Manchmal, ne? So, hier. Auch Stuck Lagerhaus, okay. Selbe in grün. Hm. Verändert sich nichts, das ist schlecht. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ich mache mal das und das wieder zu. Du arbeitest. So. Das sieht aber nicht nach Arbeit aus. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich durch meine Deko das irgendwie... Wissen die da... Aber ihr könnt doch durch Zäune laufen. Warte mal, ich mach mal die Hecken wieder weg. So, Hecke ist weg. Sonst haben wir ja nichts. So, jetzt habe ich mal die Hecken weggemacht. Schauen wir mal. So.
Du bist noch zu Hause und sagst, ich arbeite. Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So, mich interessiert jetzt eher, was hier so passiert. So, jetzt ist sie wieder da. Jetzt. Jetzt. Jetzt läuft das. Jetzt kann die Kira nämlich auch wieder dahin. So, das funktioniert und Kira arbeitet. Okay. Also durch Zäune können sie laufen, aber durch Hecken können sie es nicht. Ja, dann bleibt es halt so. Kann ich auch nicht ändern. Na gut, also das Problem haben wir auf jeden Fall gelöst. Okay. Bin ja schon mal beruhigt. Manchmal verstehe ich das nicht. Aber gut. So, die Hütten sind jetzt auch fertig. Das ist schön. Dann können wir hier nämlich noch einen reinsetzen, der dann Fisch verkauft. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. So, haben wir... Wo war jetzt unsere Hütte da? Fisch haben wir 24 Stück drin für den Handel. Okay. Ist aber soweit in Ordnung. Gut. Naja, gut. Muss man ja wissen, ne? Dass wenn das mit den Hecken nicht klappt, dann würde mich jetzt das aber trotzdem mal interessieren. Wie ist denn das? Ich meine, wir können ja jetzt hier mal ein bisschen rumexperimentieren. Das hilft euch ja dann im Spiel dann auch. Da würde ich dann nämlich sagen, machen wir hier ansatzweise mal... Oh, jetzt geht halt wieder los. Ja, hasse das. Ich hasse das. Snap nicht. Nicht snappen. Nicht snappen. Stopp. Einmal. Dann mache ich halt hier ein bisschen großzügiger. Mein Gott, ist es halt so. Oh, snappen. Ja. So. So. Jetzt schauen wir mal. Das ist die Probierstunde. Lalalala. So. Geht da rein, packt's rein, läuft, arbeitet. Gut. Jetzt hat sie sich selber was geholt. Warum? Weil hier nur ein Träger ist, ne? Wie viele Leute haben wir noch? Zwei. Dann packe ich hier nochmal einen zweiten mit rein. So, Wolle haben wir auf Lager. Das ist alles gut. Jetzt schaue ich mal beim Handel, ob irgendjemand auch Wolle und sowas braucht. Aber ich glaube, nein. Schade eigentlich. Das ist natürlich schade. Und jetzt schauen wir mal ständetechnisch. Da habe ich nämlich schon lange nicht mehr reingeschaut. Hölzerner Wachturm, das können wir... Wir können eine Sache können wir machen. Okay, dann haben wir hier das Burgenset. Ah, brauchen wir ein Burgenset? Im Moment noch nicht, ne? Hecke, Fischerhütte brauchen wir auch noch nicht. Baubüro, Skulptur brauche ich jetzt gerade auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen das Königreich pushen und auch den Klerus. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier Freischaltung. Und hier können wir eigentlich... Ja komm, wir machen doch mal das Baubüro. Okay, passt. Wir haben bloß kein Marmor. Ne? Aber gut. Was wir haben wir. So. Ja, dann haben wir das in die Richtung schon mal fertig gemacht. Was, wo fehlt? Was fehlt? Stein fehlt, okay. Einen Arbeitslosen haben wir noch. Dann würde ich sagen, erhöhen wir mal hier. Zack. Hier noch mit rein. Okay. So. Okay. Dann haben wir ja die Köhlerei. Da muss ich jetzt mal gucken, wer da drin arbeitet. Zalte. Zalte. Aus dem Zalte wird nämlich jetzt... Zack. Natürlich unser YouTube-WGler. Und zwar Herr Talamon 67. So.
So, wieder einer mehr. Passt. Okay. Hier können wir zumachen. So. Alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Alles. Okay. Dann sollen wir einen hölzernen Wehrturm bauen, das ist klar. Nur die Frage, wo? Lagerplatz voll. Wen habe ich jetzt eigentlich noch nicht? Müssen wir mal gucken. So. Leibeigene. So, die bei den Leibeigenen müsste dann hier schön alphabetisch. Jetzt gucken wir mal. Also. Ich habe hier meine Liste liegen. Also, der Rainer ist da. Die Kira ist natürlich da. Der Talamon ist mittlerweile da. Der Gotti ist auch da. Die Frau Sonnenschein ist natürlich auch da. Und die Fly Princess ist auch da. Und die Heike. Schön. Gut. Dann haben wir ja alle. Ne? Perfekt. So, und wer hier neu dazugekommen ist und sich meine Folgen zum allerersten Mal anschaut. Wir haben hier so eine kleine YouTube-WG. Also solltet ihr mein Video oder meine Videos zum Thema Foundation gefallen. Und möchtest du auch Teil dieses unglaublich schönen, tollen, aufregenden, wohl durchdacht gebauten Dorfes werden, dann kannst du das gerne in die Kommentare schreiben und du wirst Teil der YouTube-WG. Jo, das ist so das Ding. Also einfach in die Kommentare schreiben, gerne auch mit Berufswunsch, ne, wenn möglich erfülle ich dir den auch. Okay, wie schaut's hier aus? Ist schon mal 30 Stück drin, aber noch keinen verkauft, das ist okay. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Fischi drin, ne? Mäh. So, ich könnte meinen Schatten wieder ein bisschen höher stellen. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Schatten, Schatten, Schatten. Schattenqualität ist niedrig. Dann machen wir jetzt mal hier auf Mittel. Ah, blem. Schauen, wie es läuft. So. Okay, es fehlen Materialien für den Bau. Ja, das haben wir jetzt mittlerweile schon mitgekriegt. Aber es sind doch jetzt zwei da, oder? Ja. Sind zwei da, die arbeiten im Steinbruch. Herrlich. Herrlich. Ja, es hat sich aber nicht geändert, dass immer noch keiner Glas kaufen will, ne? Naja, die möchten nur verkaufen. Ich finde sowieso, dass das Handelssystem noch ein bisschen sehr eingeschränkt ist. Das könnte man schon noch ein bisschen aufblähen. Dann macht das auch Sinn. Aber ja, oder? Jetzt warten wir erstmal auf die restlichen Steine. Sind ja bloß noch 12. Dann geht es hier nämlich auch weiter. Na gut. Okay. So. Das brauche ich ja gar nicht verschönern. Die haben ja schon einen Zaun. Das ist okay dementsprechend. Da ist den hier Eingang. Das passt dann auch. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen, vielleicht noch ein paar mehr Häuser stehen. So, Beförderungen verfügbar. Okay. Okay, dann würde ich sagen, können wir jetzt... Oh, wir könnten schon Bürger machen, aber das ja, wollen wir es mal nicht übertreiben, ne? So, wen können wir denn befördern zu Leibeigenen? Okay. Und hier haben wir dann natürlich die Gemeinen. Da würde ich sagen, da trauen wir uns jetzt mal was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wird teuer. Das wird teuer. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, was passiert. Dazu rufe ich mir mal mein schlaues Fensterchen auf. Dran. Das müssen wir jetzt ein bisschen im Auge behalten. Wo schiebe ich das denn? Das ist aber auch so groß, ne? Da? Da so hin? So. Okay, dann gucke ich mal. Ich schalte mal hier ein bisschen die Zeit hoch. Ich will nur sehen, was passiert.
Weil noch wohnt sie nämlich hier, okay. Genauso wird es wahrscheinlich bei der Frau. Sonnenschein hat gerade gar kein Zuhause. Der Gotti wohnt hier. Aber das wird sich ja jetzt dann gleich ändern, ne? Juju, das wird sich, glaube ich, ändern. Ja, Gotti ist immer der Erste, der meckert, ne? Gotti ist immer der Erste, der hier rummeckert. Da hapert es aber am Alm da. Warte mal, der Gotti arbeitet da oben. Kein Zugriff auf Komfort, ist mir schon klar. Ist natürlich die Frage. Dass der Gotti nicht ganz so weit weg wohnt. Wer wohnt denn da drin? Leibeigener. Okay. Da müsste sich ja jetzt eigentlich was tun, ne? Der Gotti müsste umziehen. Macht er aber nicht. Macht er aber nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hier wird auch noch Platz. Ja. Noch Platz. Wie ist denn das, wenn ich die Hütte jetzt hier wieder... Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er gerade weg. Gotti, Gotti, Gotti. Und der Gotti ist hier reingezogen. Okay, super. Dann hat sie das aufgelöst. Das passt. Puh. So, wie geht's meiner Heike? Die wohnt auch da drin. Die sind jetzt alle da reingezogen? Nee. Frau Sonnenschein wohnt jetzt hier. Gotti wohnt hier. Heike wohnt hier. Talamon wohnt hier. Und die Kira wohnt hier. Und der Rainer wohnt hier. Super. Puh. Es ist perfekt, ne? Das ist ja perfekt. Okay, dann haben wir jetzt nur noch den hölzernen Wachturm, ne? Was auf der Agenda steht. Und der hölzerne Wachturm. Kriegen die keine Steine rein? Doch, Steine kommen, aber kommen zu langsam. Jetzt kommt wieder eine... Es fehlen noch 5. Na, ja, das ist doch jetzt fertig, oder? Ne, 5 Steine fehlen noch. Fehlende Ressource, okay. Tja, wo fehlt's denn? Schornstein, okay. Da fehlt der Schornstein. Und hier steht schon alles auf. Nee, aber hier kann ich schon mal Platzkammer machen. Platzkammer machen. Platzkammer machen. So, dann sind wir jetzt auf 2360. Sehr schön. Gotti, du wirst uns mal beim Klerus ein bisschen Friede vor der Eierkuchen bereiten. Dann haben wir hier so einen Mönch. Was will er? 10 Werkzeuge und wir haben, wie viel? 21. Das machen wir doch gerne. So, dann haben wir das. So, der Wehrturm. Der Wehrturm sollte natürlich auch Sinn machen. Jetzt bin ich aber überlegen, ob wir den nicht hier hinballern. Ich will mal gucken. Wer? So, wenn ich jetzt den hier hinklatsch. Steine, den brauchen wir nicht. Wie sich das dann so... Schaut denn das aus? Ich den so nehmen. Hier so direkt reinschiebe. So. Ah. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Dann schieben wir den mal so hin. So. An den Giebel ran. So. So schaut's gut aus. So schaut's gut aus. Dann machen wir das noch ein bisschen höher. So. Lass mal gucken. Noch ein bisschen höher. So. 120 Bretter.
100 Bretter. 90 Bretter. Heidewitzka. So, und dann machen wir hier noch Holzdach drauf. So. Ja, das könnte doch was werden, oder? Das könnte, glaube ich, was werden. So, und dann lassen wir den jetzt mal hier so. Naja, wir brauchen noch eine Tür, ne? Wir brauchen noch eine Tür. Wo snappt die? Wenn ja, warum? Die snappt hier. Die müsst ihr ja freilassen, ne? Wenn ich hier hin snappe, dann snappt er mir direkt dahin. Das schaut nicht gut aus. Hier draußen ist natürlich Blödsinn. Er bleibt uns ja nur nicht hier, ne? Außer ich mache so ein doofes Tor dahin, aber das schaut ja doof aus. Machen wir das so? Ich würde sagen, ja. Okay, oder warte mal. Machen wir nochmal weg. Was kannst du so? Oh, hier wird's. Nee, es bleibt ja wieder. Nee, bleibt bei der schönen Tür. So, das passt dann. Dann vielleicht noch. Jetzt kommt es auf die drei Bretterchen auch nicht mehr drauf an. Ja? Ja? Machen wir uns schon schön. Das dauert jetzt wieder eine Weile, bis es fertig ist bei 123 Brettern. Sagen wir mal bauen. So, dann lasse ich noch mal ein paar Leute rein. Eine Wanderung aktivieren. Na, das wird doch. Passt doch. Ja, guck hin. Gleich vier neue. Ja, so soll es doch sein. So, dann haben wir vier neue. Und die vier neuen. Reichen eigentlich auch schon wieder. So. Vier neue. Das bedeutet, wir können mögliche Dinge aufstocken. Dann setze ich hier nochmal einen Zimmermann rein. So. Bei den Steinen könnte man eigentlich auch noch einen dritten reinsetzen. Das passt. Hier könnte man noch einen reinsetzen. Dann habe ich noch einen. Sammlerhütten passt. 2 von 3, 2 von 3, das reicht uns aber. Wo könnten wir denn noch erhöhen? Wo könnten wir noch erhöhen? Ich könnte hier noch einen zweiten Schmied mit reinsetzen. So, dann haben wir es. Okay. So. Funktioniert. Funktioniert. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Also jetzt muss ich mal wirklich meine Lanze für Foundation brechen. Seit dem neuen Update mit der neuen Benutzeroberfläche muss ich sagen, ist das Spiel, bis auf so kleine Macken, so diese Early Access Macken, ist dieses Spiel wirklich rund. Es macht unglaublichen Spaß, es nicht nur zu spielen, sondern auch anzuschauen. Und das ist für mich bei einem Spiel immer eigentlich noch mit auch das Wichtigste. Natürlich das Gameplay und bei anderen Spielen die Story, aber Foundation, es macht einfach Laune. Es macht einfach Spaß und deswegen mache ich das ja auch. Ja, so. Hier baut mir schön den Wehrturm, das ist schön. Hier sammelt sich mächtig viel Zeug. Und zwar sammelt sich hier Stoff ohne Ende. Und da wir ohne Ende Stoff haben, würde ich sagen, holen wir uns noch ein paar kleine Probpünktchen. So. Einmal. Zweimal. So, jeder Turm bekommt sein Fähnchen. Ja. Und damit man auch von außen weiß. Obwohl. Na, tust nicht. So, dann haben wir ja hier oben noch. Dann muss ich aber das hier zumachen und alle bauen. Dann haben wir ja hier eigentlich das eigentliche ursprüngliche Vogthaus. Ja?
Da können wir ja mal gucken. Zack. Das ist jetzt da hingebaut oder dahin? Ja, warum sehe ich das nicht? Naja, wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Das wird zu breit sein. Ja. Das ist zu breit, aber wir könnten hier noch so. Dann kriegt der Rainer noch einen Schornstein. Das ist okay. Dann sollten wir das hier mal ein bisschen hübsch machen. Und hier so zwei geschnittene Ecken hin. Ja. Jawohl. Das passt. Mal hier noch einen mal. So, ne? Da hat das mir. Warum hat das mir hier nicht? Jetzt. So. Ja. Schaut doch ganz lieb aus. Ne? Das wird sich im Laufe der Zeit sowieso massiv ändern, denke ich. Aber soweit passt es ja ganz gut. Dann können wir hier bauen. So. Okay, wir haben 49 Leute. Wir liegen mit der Kirche noch gut dabei mit 50. Das ist okay. Das ist okay. Weil momentan machen wir das ja alles noch auf einem relativ kleinen Mikrokosmos. Der aber, so wie ich das jetzt mittlerweile sehe, ganz gut funktioniert. So, hier kommen die ersten Fahnen dran. Die werden natürlich unten mit Hammer und was da keiner was an die Wand genagelt. Ja. Okay, bis der Wehrturm fertig ist, da wird einiges an Zeit vergehen. Aber wir haben jetzt hier zwei. Das passt. Die produzieren. Oh, wir haben drei sogar. Bretter haben wir hier 24 drin, 36 drin. Die stehen auf Handel. Was ja nicht verkehrt ist. So, Steinblöcke steht nicht auf Handel. Das ist aber doof. Das machen wir mal auf Handel. Und schauen mal hier. Handel, Steinblöcke, was wollt ihr? Ihr wolltet, okay. Dann gucken wir mal hier. Steinblöcke 97 drin, da würde ich sagen, verkaufen wir bis. Kommen hier ab 30. Verkaufen wir die. So, da haben wir wieder eine Einnahmequelle, das ist sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ja. Beförderung verfügbar, das ist auch schön. Da könnten wir jetzt die zu Gemeinen hochstufen oder aber hier, wir könnten die Leibeigenen nachziehen. Bürger würde ich jetzt noch nicht machen. Wir machen erst hier mal die Gemeinen. So viel Zeit muss sein. Lass mal überlegen, was macht mehr Sinn. Die arbeiten auch und sind relativ happy. Auch ohne Haus. Dann würde ich die erstmal lassen und wir ziehen uns noch ein paar Gemeine hinterher. Ich würde sagen, wir holen uns mal. Genau, wir holen uns mal 1, 2, 3, 4, 5. Holen wir uns nochmal dazu. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie jetzt irgendwas umbauen werden oder aber auch nicht. Das ist die Frage. Oder ob ich da wieder irgendwie eingreifen muss, was ich nicht hoffe. Aber ich muss leider sagen, das werden wir in der nächsten Folge sehen, sprich am Mittwoch. Ja, ich freue mich auf euch, habt noch einen schönen restlichen Tag. Ich sitze ja immer noch gefangen in meinem Sonntag und habe das alles noch vor mir. So, hier fangen schon die Schwierigkeiten an, deswegen machen wir mal auf Pause. Und um die Schwierigkeiten kümmern wir uns dann direkt in der nächsten Folge. Da hinten ist immer noch unser Ziel. Mein Gott, das wird. Ich bin gespannt. Also gut, dann habt man eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen. Ich bin's Gleiskit und ich sage Tschüss.